Hallo und willkommen zum Microsoft Excel. Hier geht es diesmal um Formulare mit Formularsteuerelementen, mit so Dropdown-Elementen, wo man draufklicken und sich Werte aussuchen kann. Also hier solche schönen Schalter sollen permanent sichtbar sein, damit man hier direkt eine Auswahl treffen kann. Ich habe schon Videos beschrieben mit Formularen mit Datenüberprüfung und Datengültigkeit. Das sieht jetzt so ähnlich aus, ist aber was anderes. Und zwar handelt es hier sich um auch Auswahllisten, ähnlich wie bei der Datenprüfung. Allerdings sind das jetzt hier, ich klicke mal mit rechts drauf, das sind Steuerelemente, also solche Schaltflächen, die man frei auf dem Blatt, wenn man sie trifft, verschieben, vergrößern kann und natürlich zur Aufwertung seines Formulars noch ein bisschen hier gestalten kann. So, also mein Formular hier macht erstmal Folgendes. Ich habe hier eine Liste mit Klassen und da sind die Klassenlehrer neben. Das hat man vielleicht gesehen. Wenn ich jetzt mal 1b aussuche, kommt Frau Klee. Ja, 1b und dann steht hier unten Frau Klee. Das habe ich mit einer Indexfunktion gelöst. Wunderbar im Zusammenhang mit Formularsteuerelementen. Und wenn ich die Klasse auswähle, bekomme ich die passenden Schüler angezeigt. Also ich klicke mal auf die Klasse 1a und ich sehe die Schüler der Klasse 1a. Das habe ich mit einer etwas komplexeren Funktion, mit einer Array-Funktion gelöst. Ich habe hier die Liste der Schüler alle drin, total durcheinander. Schüler und die Klasse. Allerdings möchte ich tatsächlich nur die Schüler einer bestimmten Klasse nehmen. Und diese Array-Funktion könnt ihr gerne aus der Datei hier noch rauskopieren. So, gucken wir uns erstmal die Formularsteuerelemente an, ein neues Blatt. Und wenn ich mal die Registerkarte Entwicklertools nehme, wer die nicht sieht, da muss man mit der rechten Maustaste ins Menüband klicken und auf Menüband anpassen. Und da findet man die Entwicklertools und die kann man aus- und einschalten hier. Und normal sind die ausgeschaltet, ich schalte sie ein. In der Gruppe Steuerelemente ist links hier die Auswahlschaltfläche hier einfügen und da gibt es Formularsteuerelemente und ActiveX-Steuerelemente. Die hier unten, die kann man mit Programmierung anpacken. Die hier oben, die funktionieren auch ohne Programmierung. Und ich wähle hier mal in diesem Beispiel die Combo-Box. Und das ist hier so mit Auswahlfeld gleich. Ich zeichne mir diese Box mit der Maus. So, und immer wenn ich woanders hinklicke, ist die Markierung aufgehoben. Wenn ich mit rechts draufklicke, ist das Ding wieder markiert. Und da kann ich es auch formatieren. Der Punkt ist nämlich, ich kann hier noch gar nichts auswählen. Ich brauche jetzt mal eine Liste, zum Beispiel hier Bochum, Essen, Dortmund, München, Arnsberg und Berlin. So, und diese Weltstädte möchte ich hier oben auswählen können. Das Problem erstmal, die Liste kann sich ja erweitern, ne? Aber ich mache das mal erstmal statisch. So, Steuerelement formatieren. Eingabebereich, das, was ich eingeben kann. Da kann man Listen, die untereinander stehen, markieren, Listen, die nebeneinander stehen. Da sieht man dann nur den ersten Eintrag. Also die müssen untereinander stehen. Und die Zellverknüpfung, wohin soll das Ergebnis geschrieben werden, wenn ich zum Beispiel Essen auswähle? Das ist der zweite Eintrag, da wird er mir da oben die Zahl 2 reinschreiben. So, gucken wir mal. So, ich klicke jetzt hier oben drauf, sehe Bochum, Essen, aha, Essen, klick und die Zahl 2 steht hier oben. So, schauen wir nochmal, ein bisschen verschieben das Ganze. Na, das kann man natürlich noch optisch entsprechend so ein bisschen hier an die Zelle anpassen. Rechte Maustaste mal drauf, Steuerelement formatieren. Also, ich habe hier die Liste und von dieser Liste habe ich den zweiten Eintrag ausgewählt und bei Zellverknüpfung wird mir diese Position in eine Zelle geschrieben. Mit der Funktion Index kann ich ja sagen, okay, hier sind Werte. Und ich hätte davon gerne die so und so vielte Zeile, die da. Das schließe ich mal mit der Klammer zu. Ja, und dann sehe ich da Essen. Also wenn ich hier oben Dortmund auswähle, die dritte Position, dann sehe ich hier auch Dortmund stehen.
Das habe ich nämlich hier gemacht bei meiner Klasse. Da habe ich mich bezogen auf ein anderes Tabellenblatt. Das ist hier möglich bei dieser Excel-Version und habe mich bezogen hier auf diese Klassendaten. Und passend zur Klasse habe ich mit der Funktion Index hier die Klasse gesucht, so, und die entsprechende Position vom Lehrer wiedergegeben. Da oben wird nämlich die Klasse reingeschrieben, ne? Wenn ich die vierte Klasse hier, die 2a, auswähle, ist das die vierte Position. Und dann sehe ich hier oben auch die Zahl 4 und das ist die Frau Thomasson. Das ist genau das Gleiche, was ich hier gemacht habe. Ja, jetzt das Problem. Wenn ich jetzt noch Köln hier eintrage, wird mir Köln nicht angeboten. Das möchte ich ändern. Und zwar sind das ja Städte. Wenn ich das hier mal so markiere und Steuerung T drücke, Steuerung T, und da sind Überschriften drüber angebe, dann sage ich, okay, von hier oben bis da unten, da sind meine Städte. Ich klicke mal auf OK. So, jetzt ist das eine Tabelle, hier, Tabelle 6 heißt das Ding, ja, das sind meine Städte oder meine Orte, so. Und das Tolle ist ja bei solchen Listen, wenn ich die Tabellen erweitere, erweitert sich automatisch auch der Tabellenbereich. Also hier unten kann man es erkennen an der Farbe oder an dieser Ecke. Und schauen wir mal, ob es ist schon dabei. Ich habe mich ja vorher, ich mache es mal rückgängig. Soweit rückgängig, ne? Ups. Ich habe mich ja vorher bezogen, gucken wir nochmal, auf Steuerelement hier, auf den Bereich A3, Bochum bis A8. Da das aber jetzt ein Tabellenbereich ist und die untere Zeile von diesem Bereich verschoben wird, wird dieser Bereich automatisch angepasst. Also bestens hier das als Tabelle zu formatieren. Das funktioniert auch im Register Start hierbei als Tabelle formatieren. Da kann man auch noch ein hübsches Layout wählen. Hier, okay. Sind Überschriften drüber? Ja. So. Jetzt ist das eine Tabelle und ich kann die Städte auswählen. Ergänze ich das Ganze um neue Einträge. Stehen mir diese Einträge hier automatisch auch zur Verfügung und ab der achten Position gibt es dann auch hier so einen Regler, mit dem ich andere tiefer oder höher gelegene Werte auswählen kann. So, das ist also hier eine dynamische Verknüpfung mit den Formularschaltflächen für Dropdown-Elemente hier. Formatieren kann man das Ganze. Da gibt es noch so einen 3D-Effekt. Sieht nicht spannend aus, also ist nur so ein bisschen abgesenkt. Das kann natürlich, das habe ich hier gemacht, wenn man sich das Formular so anschaut, auch ein bisschen netter aussehen dann. Rechte Maustaste, Steuerelement formatieren. Hier gibt es auch noch den Schutz. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn ich mein Blatt schütze und ich möchte eigentlich nur, dass die Leute hier diese Dropdown-Felder nutzen, dann sollte ich tunlichst nicht dieses Feld schützen. Also dann sollte dieser Haken raus. Bei Eigenschaften kann ich auch einstellen. Moment mal, ich sehe jetzt zweimal München, weil ich hier mit der Funktion Index, ne, den vierten Wert, 1, 2, 3, 4, Index gearbeitet habe. Dann brauche ich dieses Ding doch gar nicht drucken. Ja, dann könnte ich, wenn ich dieses Blatt drucke, dieses Element hier vom Druck auslassen. Ansonsten, wie groß ist das Teil, ne? Also direkt 4 cm, 4. Okay, ja, dann wird es mir auf 4 cm mal einen halben Zentimeter angepasst. Also hier, oh, Seitenverhältnis hat er hier angepasst gleichzeitig. So, da kann ich das Ganze noch justieren. Ja, Formularschaltflächen, die kann ich natürlich auch wieder löschen, ein bisschen Text reintragen, falls man das irgendwo lädt, wo das nicht möglich ist, falls das nicht funktioniert, auf Webseiten. Ja, dann kann man für Webseiten hier so einen Alternativtext angeben. Und ja, löschen kann man die Dinger. Ich klicke mal mit rechts drauf. Ich drücke mal, na, mit rechts. Ich drücke mal die Entfernen-Taste. Geht nicht. Klick mal hier rein. Entfernen. Ja, so oder rückgängig gemacht.
rechte Maustaste ausschneiden. Dann sind diese Dropdown-Felder auch wieder weg. Wir fanden die also hier bei Entwickler-Tools, bei den Steuerelementen einfügen. Ja, und dann gibt es hier die Combo-Box, die Form-Control, die Formularschaltfläche. Die braucht aber noch einen Wertebereich und der darf jetzt auch auf dem anderen Blatt liegen. Ich mache es noch einmal. Rechte Maustaste, Steuerelement formatieren. Wo sind die Daten? Eingabebereich. Dann klicke ich auf ein anderes Tabellenblatt und wähle hier die Schüler aus. So. Wohin werden die geschrieben? Da, in die C1. Okay. Und ab sofort kann ich hier die passenden Schüler auswählen. Den Herbert. Ups, passt nicht ganz. So, bei den Steuerelementen gibt es noch einige andere, solche Regler, Spin-Buttons und Optionsschalter, Kontrollkästchen. Darauf möchte ich in anderen Videos eingehen.